Oh, und da habe ich schon mal eine Fehlermeldung gehabt. Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge. Jetzt hat mich diese Meldung voll aus dem Konzept gebracht. Was war das? Ja, wie gesagt, ja, willkommen bei einer neuen Folge The Solus Project. Was war das jetzt gerade für eine Meldung? Ich habe keine Ahnung. Ich starte die Aufnahme und dann ploppt hier so eine Meldung auf. Uah. Moment, warte mal. Kann ich nicht. Huch. Na du? Ich wollte es doch kombinieren mit meiner Fackel. Oh, fuck. Ich glaube, ich sollte lieber hier vielleicht verweilen. Und... ich glaube, ich schlafe hier mal. Wie geht's uns denn? Naja, das Wasser sinkt ein bisschen. Macht aber nichts. Wir schlafen einfach mal eine Runde. Moment, wo war das? Hier war das. Und wir schlafen mal... Boah. 4 Stunden? Sollte reichen. Ich will nicht zu lange schlafen. Schnarch. Und wieder ein Erfolg freigeschalten. Twister. Sleep quality good. Ja, ich habe mich doch ganz gut erholt. Schlafqualität 66%. Naja, das ist in Ordnung. Aber es regnet immer noch. Was ist das hier? Brennbar, zerschneidbar. Hallo? Ich weiß halt nicht, wann ich wieder eine Fackel brauche, ne? Ah, es hört auf zu regnen, sehr gut. Was sagt denn hier mein Status? 37 Grad. Es ist jetzt nicht so kalt draußen. Dann könnten wir eigentlich auf eine Außenexpedition gehen. Aber ich würde gerne noch irgendwie... Wo komme ich denn da hin? 202 Meter. Ich habe mein Leuchtfeuer mal da hinten gelassen. Inventory full. Okay, dann schauen wir uns halt hier nochmal ein bisschen um. Inventory voll. Na, du sollst es essen. Hallo? Ach nee, du. Das kann ich nicht essen. Pass auf, ich nehme mal Wasser mit. Inventory full. Ah, verdammt. Ich habe echt keinen Inventarplatz mehr hier. Schwierig. Ich will jetzt auch nicht unbedingt irgendwas wegschmeißen. Ich habe nur ein Wasser. Verdammt. Na gut, ich hoffe mal, ich werde noch mehr finden. Was ist denn das? Ein Rucksack? Ja, geil! Ja, ich habe Rucksack. Inventar plus 3. Sehr schön, da kann ich ja auch Essen mitnehmen und so. Hier haben wir noch Notizen. Letters Tagebuch. Sophie hat sich nicht oft sehen lassen, also habe ich sie besucht und eine üble Entdeckung gemacht. Sie wirkt und klingt fürchterlich. Ich glaube, sie steht kurz vor einem Zusammenbruch. Sie sagte, die Dinge, von denen sie glaubte, sie würden sie stärken, sind eigentlich die Dinge, die sie letztendlich brechen. Ihre Familie? Ah, noch ein Eintrag. Was? I'm trying to keep my sanity in my mind. Schwierig. Ist noch nicht ganz perfekt übersetzt, anscheinend. Okay, warte mal. Nimm nochmal die Fackel. Geh mal an den Strand hier runter. Was haben wir hier? Essbar. Energie. Das wollen wir doch mal gerade essen. Hallo?
Sehr schön. Ja, man muss halt immer darauf achten, wie es den Kalorien geht und was weiß ich was. Das ist nur ein Rohr. Ein Rohr? Tja, hier ist nicht so viel. Ich weiß echt nicht, ob das wirklich so gut ist. Was ist das? Essbar. Mitten in der Nacht hier rumzulaufen. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht sollte ich echt nochmal durchschlafen. Wie spät ist es denn jetzt momentan? Zeit 23:11. 23:11. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? Geht jetzt die Zeit schneller hier? Oder? Wart mal. Ich will mal was probieren. Spezial. Nein. Spiel. Schauen wir mal ganz kurz. Das da. Das würde ich gerne mal anders machen. Ich hätte gerne einen schnelleren Tag-Nacht-Wechsel. Läuft jetzt auch nicht schneller. Was ist das hier? Huch. Relikt der Nacht. Resistenz gegen Kälte plus 1. Das ist gut. Pflanzen. Was? Alter. Wird's jetzt wieder Tag oder täusche ich mich? Moment, guck mal. Nee, 21:13. Aber so wie es aussieht, ist das Unwetter vorbei. Aber das Problem ist, ich komme hier auch nicht mehr weiter, ne? Ist nichts, ne? Schau jetzt hier mal, aber... Warte, ich guck hier mal. Ne, hier ist nichts. Vorsicht. Ne, ich glaube, ich sollte lieber mal wieder zurückgehen. Boah, Planeten. Mega geil. Stark. So, haben wir hier. Guck mal, hier liegen auch noch so Sachen rum hier. Fässer. Hä, was? Oh, okay. Da braucht wieder viel Flüssigkeit. Ach so. Sagte ich, da ist was. Das war bloß ein Tropfen auf dem Visier. Notizen. Ja, schwierig. Holla. Okay, ich gehe mal wieder in die Höhle. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das ist nur ein Stein. Ja. Was macht man jetzt? Mein Leuchtfeuer nehme ich mal lieber wieder mit. Okay, pass mal auf. Ich werde jetzt nochmal hier eine kleine Runde schlafen. Ich mache hier mal... Pass auf. Ich schnippel hier mal kurz. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier. Nee. Feuerchen machen. Pass auf. Zwar. Nee. So, hallo? So, und jetzt? Nein! Oh, das ist so ein Shit. So. Kombinieren. Schön. Bisschen wärmen. So, 8 Stunden. Dann schlafen wir mal ein bisschen.
good. Mal was essen? Was essen wir denn? Ein Döschen. Ich sehe hier mal gar nichts wieder. So, kombinieren. Den Stein aufmachen. Und essen. So, ein bisschen Wasser nehmen. Mal wegschmeißen, die Dose. Genauso wie die, die können wir auch wegschmeißen. Ich weiß. Umweltschutz, ne? Aber ich glaube, das wird hier wohl kaum jemanden interessieren mit dem Umweltschutz. Steck mal mein PDA mal wieder weg, Moment. So. Weil ich kann das so auch noch drauf schauen, das geht ja. Huch. Frederick und ich gingen ein paar der kürzlichen Oberflächenscans durch. Die erweiterte Spektrographie-Analyse zeigt Kohlenstoffverbindungen, die unregelmäßig auf der Oberfläche verteilt sind. Wir kommen in fast genau den Arealen vor, wo ich pflanzliches Leben vermutete. Hier sind ja Haufen Notizen. Ich glaube, dieser Ort wird eine persönliche Hölle. Sophia redet immer noch ununterbrochen über ihre Familie und wie sehr sie sie vermisst, und ich rede mit kaum jemand anderem. Selbst wenn ich wollte, wir wussten alle, dass wir nicht zurückkehren. Warum ist sie hier? Ist richtig. Lässt ihre Familie bzw. ihre Kinder zurück? Nur so. Hey, Notizentag. Okay, das ist jetzt wieder. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Sophia hat sich nicht oft sehen lassen, also habe ich sie besucht und eine üble Entdeckung gemacht. Moment, kenne ich ja schon. Das kenne ich doch schon. Hier war ich doch schon. Hier ist noch so eine Stange. Weiß ich nicht, ob ich die brauchen kann. Wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Was macht man jetzt? Hier ist die andere Höhle. Oh nein, jetzt fängt das wieder das Pissen an. Verdammt! Shit! Ah, nee! Okay, ich muss da ein bisschen schneller durchschwimmen hier. Oh je. Ah, wo lang? Oh je. Was für ein Sauwetter. Oh, guck mal, was da unten ist. Auftauchen. Ich habe auch nicht unendlich Luft. Ah, schön. Wasser. Es lohnt sich doch gelegentlich mal zu tauchen. Könnte man ja gelegentlich mal was finden. Gelegentlich. Uah. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja. Okay, warte mal. Hoffentlich. Ja. Oh Gott. Nee. Schwierig, mit einer Hand schwimmen, mit der anderen die Fackel halten.
Oh, und das mit Ausdauer. Oh je. Oh je. Was ist jetzt? Ich weiß ja nicht. Ich könnte ja mal darüber. Komm, das mache ich mal. Oh je, mir wird es langsam wieder kalt. Ich schwimme jetzt mal darüber. Komm, schneller. Oh, was für ein Saubett hier. Verdammt, ich komme hier nicht hoch. Schön, jetzt bin ich hier. Und? Was hat das mir jetzt gebracht? Einen Überblick verschaffen. Sind das meine Fußspuren? Sieht danach aus. Okay, ich muss wieder an Land. Ich schwimme mal hier rüber. Boah, krass. Was? Scheiße. Oh Gott. Fuck. Oh Gott. Das war ein Meteorenschauer. Boah, habe ich ein Glück, dass ich nicht getroffen worden bin. Was ist denn das? Relikt des Lebens. Maximal Gesundheit plus 25. Boah, geil. Okay. Sonst gibt's hier nichts, ne? Okay. Hier ist noch mal ein bisschen Essen. Okay. Warning. Operator cold and wet. Ja. Temperature dropping. Ja. Ich weiß, dass ich nass bin. Was soll ich denn machen? Wo muss ich denn hin? Ich habe mich verlaufen. Irgendwie mal der Richtung der Zielpeilung. Oh Gott, bin ich hier noch richtig? Verdammt, wo muss ich hin? Wie kann man sich hier verschwimmen? Ich frage mich, wie lang meine Fackel leuchtet, also brennt. Bin ich denn jetzt? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Aber zumindest hat es jetzt mal das Regnen aufgehört. Oha. Oh Mann. Okay, wo sind wir jetzt? Warning. Operator cold and wet. Ja. Temperature dropping. Ja, ich weiß. Ach, guck mal an. Wasser. Inventory. Nein, nicht Inventory voll. Wieso kann ich jetzt da nichts mitnehmen? Was ist denn das? 2 Liter? Die ist leer? Warum ist denn die leer? Meine Reihe. Moment. Hallo? Die kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Okay, pass auf. So. Inventory full. Ach.
Ach, nerv mich nicht. Warning. Operator called end. End was? Nein, essen. So. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Zielpeilung ist da drüben. Okay, ich laufe jetzt einfach mal die andere Richtung. Ich hoffe, ich komme mal irgendwo wieder raus, wo mein Startpunkt war. Ist hier irgendwas? Kann ich da kombinieren oder so? Huch, nein. Was machst du denn? Nicht wegschmeißen. Ach, ich habe gehofft, ich kann die irgendwie kombinieren. Warte mal. Nein. Was machst du denn? Ich habe mir gedacht, vielleicht mach ich mal so ein kleines Feuerchen. Ich habe ja auch gar nichts anderes. Hä? Da ist so ein riesen Busch, ja? Verdammt. So, und jetzt? Verdammt. Okay, ich brauche eindeutig mal einen größeren Rucksack. Eindeutig. Schlaf brauche ich nicht wirklich. Sieht gut aus. Ach, ich höre es wieder piepsen. Ja, wirklich? Ich glaube, ich komme wieder. Hä? Moment. Das ist jetzt. Ist das da oben? Nein. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Nein, das ist schon. Wir sind, glaube ich, schon richtig. Uah. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Oh mein... Nein! Nicht schon wieder! Hier war ja nichts. Kann ich denn hier noch... Verdammt! Ich hätte gern noch so diese Energiepacks mitgenommen. Also den Stein kann ich nicht wegmachen. Das ist... Den brauche ich einfach noch zu oft, diesen Stein. Okay, wir sind jetzt wieder... Wir sind wieder hier. Toll. Wir sind ja richtig weit gekommen. Naja, das war jetzt halt ein kleiner Ausflug. Eine kleine Erkundung. Ja, ja, ich weiß. Okay. Also wir gehen jetzt nochmal... Dahin. Es muss ja einen Weg geben, das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich denn da rein? Es muss doch da einen Weg geben, da rein. Mist. Was ist das denn? Wer hat denn hier Steine aufgestellt? Okay, ich brauche Unterschlupf unbedingt. Ich hole mir sonst noch eine Erkältung. Ich muss hier ein bisschen gucken, ob es hier nicht doch noch einen anderen Weg gibt, aber irgendwie. Über diese Klippen komme ich nicht. Das kannst du vergessen. Ja, spring doch. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Okay, wie sieht's denn aus? Wasser habe ich auch noch genug. Also dehydrieren werde ich nicht. Ich komme hier nirgendwo hoch.
Ich sehe hier keinen Alternativweg. Boah, Vorsicht. Wer lässt denn hier seinen Müll rumliegen? Okay, hier ist die Höhle. Oh. Meine Fresse. Ja. Wir haben ja in dieser Folge verdammt viel geschafft. Und hier geht's irgendwie nicht weiter, ne? Nicht wirklich. Okay, aber als Schlafplatz reicht's vollkommen, hätte ich mal gesagt. Ja, dann werde ich jetzt mal eine Runde pennen und... Moment. So, und ich schlafe mal... Ja. 8 Stunden. 8 Stunden sollte reichen. Ja, mach mal. Gut. Ja, dann hätte ich gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss mit Ö. Ja.